man Hunde ein Flugzeug mitnehmen? Ein Flugzeug? Der Passagierraum nicht so groß, jedenfalls nicht wie unser. Aber es gibt spezielle Transportkisten für Tiere. Das wäre toll. Für Cäsar, Cleo und Arizona. Das wäre der tollste Urlaub meines Lebens. Cäsar, Cleo! Cleo! Haben Sie einen Hundeerschuss? Ich erschieße jeden wildernden Hund. Gewildert. Ihre Hundsviecher haben gewildert, da kenne ich mich aus. Ich lasse mal nicht mehr ganz wild verhetze. Ihre Namen? Hä? Ihren Namen? Das ist mein Revier. Und in meinem Revier dulde ich keine wildernden Hunde. Das ist mein gutes Recht. Ich will Ihren Namen wissen. Straub Johannes, Wielandstraße 5. Ich schloss mich in Eischüchtern. Wenn ein Hund sich von seinem Herrn entfernt und der Jäger den Eindruck hat, er könnte wildern, hat der Jäger das Recht, den Hund zu erschießen. Das steht im Gesetzbuch. Und Ihre Hundsviecher, die haben es. Hey, bist du verrückt geworden? Nein, komm her. Nicht. Diesen Tag werden Sie nicht vergessen. Müssen wir die beiden nicht begraben? Nicht jetzt. Was passiert denn dem Mann? Er wird bestraft. Darauf kannst du dich verlassen. Ich will, dass Sie diesen Mann zur Verantwortung ziehen. Verehrte Frau Togan, ich fürchte, die gesetzlichen Möglichkeiten sind in diesem Fall ziemlich beschränkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Gesetz es erlaubt, Hunde mutwillig über den Haufen zu schießen. Nun, der Beweis der Mutwilligkeit ist in diesem Fall schwer zu erbringen. Wir können natürlich Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen. Sachbeschädigung? Verzeihen Sie, ich weiß, dass es sich hier nicht um Sachen, sondern um Tiere und nicht um Beschädigung, sondern um Tötung handelt. Aber Hunde fallen unter den Begriff Sache. Und die Zerstörung einer Sache ergibt den Tatbestand einer Sachbeschädigung. Aber ob wir damit durchkommen, weiß ich nicht. Erfahrungsgemäß wird dem Jäger freies Ermessen zugebilligt. Außer Sie wären in der Lage, ihm böswillige Absicht nachzuweisen. Aber das ist ja wohl nicht der Fall. Doch. Mit böswilliger Absicht meine ich, dass der Jäger Sie persönlich gekannt hätte und die Hunde nur erschossen hat, um ihn zu schaden oder ihnen Schmerz zuzufügen. Das trifft doch wohl nicht zu. Nein, dieser Mann hat mich nicht gekannt. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass er meinem Sohn und mir sehr wehgetan hat. Außerdem hat der Mann die Pflicht, sich zu vergewissern, ob die Hunde begleitet oder unbegleitet sind, bevor er einfach drauf losschießt. Frau Togan, da muss ich Ihnen widersprechen. Sie sind innerhalb eines Wald- oder Jagdgebietes gehalten, Ihre Hunde nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn Sie das nicht tun, liegt die Unterstellung des Wilderns im Ermessen des Jägers. Aber die Hunde haben nicht gewildert. Aber gnädige Frau, juristisch ist es so. Herr Dr. Renz, wie Sie die juristische Seite handhaben, das überlasse ich vollkommen Ihnen. Der Mann hat mir Schmerz zugefügt und das lasse ich mir nicht gefallen. Er hat etwas zerstört, das ich liebte. Und das vor allem mein Kind liebte. Und ich will, dass er dafür büßt. Ich verstehe Sie. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Aber ich fürchte, viel werden wir nicht erreichen. Eine Frage noch. Könnten Sie mir einen tüchtigen Privatdetektiv nennen? Wozu brauchen Sie ihn? Eine persönliche Angelegenheit.
Ich danke Ihnen, Dr. Reis. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sein Name ist Johannes Straub, Wielandstraße 5. Ich möchte, dass Sie alles über ihn in Erfahrung bringen, wie er lebt, womit er sein Geld verdient, ob verheiratet, seine Hobbys, seinen sozialen Umgang, auch seine finanzielle Lage, einfach alles. Und warum möchten Sie das alles wissen? Ist das nicht meine Sache? Ich muss Sie fragen, wozu Sie diese Information gebrauchen wollen. Ihr Honorar können Sie ruhig selbst bestimmen, aber ich brauche die Informationen bald. Ich muss trotzdem auf der Beantwortung meiner Frage bestehen. Ich habe nicht vor, aufgrund Ihrer Informationen irgendetwas Ungesetzliches zu tun. Genügt Ihnen das? Ja. Allerdings müssen Sie mir noch Ihren Namen sagen. Einmal, weil ich keinen Auftrag übernehme, ohne den Namen meines Klienten zu kennen. Zum anderen, weil ich gerne wissen möchte, wohin ich die Informationen schicke. Und die Rechnung natürlich auch. Ich heiße Erika Togal. Sie können mich ja anrufen. Kind, schläfst du immer noch nicht? Gehst du noch weg? Ja. Komm, sei vernünftig und schlaf. Du musst morgen früh in die Schule. Frühstücken wir zusammen? Ja. Du bist doch morgen früh müde, wenn du jetzt noch weggehst. Wir frühstücken zusammen. Versprochen. Nacht. Ich kann aber nicht einschlafen. Also muss ich dir eine halbe Schlaftablette bringen? Nein. Kind, ich muss los. Kannst du mir den Rücken? Nein, morgen vielleicht. Bitte. Also los. Fester. Ja, ja. Mehr in der Mitte. Mach ich schon. Noch fester. Nein, dann tue ich dir doch weh. Hat die halt mir nie weh getan. Ich hab dann immer gleich schlafen können. Mama? Ja, was ist? Was machst du mit dem Mann, mit dem Jäger? Der wird bestraft, sorg dich nicht. Aber was passiert ihm? Kommt er ins Gefängnis? Denk du nicht darüber nach. Ich will es aber wissen. Es gibt etwas, was viel schlimmer ist als Gefängnis. Schickst du mir einen Killer auf den Hals? Oder wenigstens einen Schläger? Ich weiß, du guckst zu viel Fernsehen. Was ist denn schlimmer als Gefängnis? So, jetzt ab. Jacke angezogen und geschlafen. Und vergiss nicht, das Licht auszumachen, hm? Nacht. Nacht. Thank you.
fahren wir schnell zu lang, gell? Tasche. Komm gleich. Hier, bitte. Hier fehlt die Unterschrift, Frau Strauch. Oh, ja, wirklich. Ich ganz vergesse, gestern Abend, es war so spät. Macht nichts. Möchten Sie Ihre Auszüge gleich mitnehmen, Frau Straub? Ja, sicher, immer. Bitte. Danke. So. Oh, Entschuldigung. Tut mir leid, bitte. Das ist aber nett von Ihnen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Straub. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen Kleinkredit. 50.000 Mark. 50.000 Mark sind aber kein Kleinkredit. Was ein Pärchen. Ja, aber... Meine Kontoauszüge, bitte. Susanne Cartier. Herr Renz, das meinen Sie doch nicht im Ernst. Der Mann hat immerhin in unmittelbarer Nähe von zwei Menschen eine Schusswaffe abgefeuert. Und das Abfeuern muss als Gefährdung angesehen werden. Ich verstehe Ihre Mandantin, ja. Ich selber habe auch einen Hund. Guten Tag. Aber als Staatsanwalt sehe ich keine Möglichkeit für ein Strafverfahren. Sie schreiben hier, dass die Hunde teuer waren. Gut, das ist eine zivilrechtliche Schadenersatzklage. Aber wem sage ich das? Aber das öffentliche Interesse einer Strafverfolgung muss doch von Ihnen als Staatsanwalt wahrgenommen werden. Herr Renz, verschonen Sie mich damit. Jeder Richter würde das Verfahren einstellen. Ach, nicht mal eröffnen. Togan. Erika Togan. Der Name kommt mir bekannt vor. Togan Elektronik. TEG. Ihr Mann ist vor zwei Jahren mit seinem Privatflugzeug abgestürzt. Vielleicht haben Sie davon gehört. Ich erinnere mich gut. Und verstehe jetzt noch besser. Dieser Dame, die wahrscheinlich mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde, ist ein Unrecht zugefügt worden. Schrecklich. Und Sie, Herr Dr. Renz, sind ihr Rächer. Und die Staatsanwaltschaft und die Gerichte haben nichts Wichtigeres zu tun, als dieses grauenhafte Verbrechen zu sühnen. Passen Sie auf, dass Sie sich nicht lächerlich machen. Ja, aber Herr Staatsanwalt, Sie müssen doch... Das Geschäft dieser Metzgerei geht gut? Die Gegend ist gut. Ein Sanierungsgebiet. Überall wird gebaut und renoviert und das kommt den Straubs natürlich zugute. Und das Geschäft selbst? Na ja, der Laden ist klein. Aber es gibt eine Menge Büros drumherum. Und die Leute gehen da in der Mittagspause einkaufen oder nach Büroschluss. Also, der Laden wird die zwei schon ernähren. Ich habe hier den Kontostand. Ah, bitte. Ja. Danke. Sie arbeiten sehr schnell. Sie hatten darum gebeten. Außerdem ist Herr Straub ein sehr einfacher Mensch. Den außer seiner Metzgerei, seiner Frau und seiner Yacht nicht viel interessiert. Ich glaube nicht, dass da große Geheimnisse aufzudecken sind. Außer es sei... Außer? Sie hätten einen bestimmten Verdacht. Eine Richtung, in die ich meine Nachforschungen lenken soll. Nein, nein, aber ich möchte trotzdem mehr wissen. Persönliches, menschliches. Nicht nur Fakten über Geschäft und Besitz. Bitte sehr. Es ist Ihr Geld. Ja, ganz richtig. Soll ich Ihnen für Ihre bisherigen Bemühungen einen Scheck geben? Ja, er käme nicht ungelegen. Bitte, kommen Sie. Vielleicht finden Sie ja doch mal etwas raus, was Ihnen ein bisschen mehr Farbe gibt. Und Sie rufen mich wieder an? Selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wer war denn das? Das war jemand, der uns hilft. Was macht denn der? Der beobachtet Herrn Straub. Aber was macht er? Du wirst schon sehen. Thank you.
Hey, Sie! Was machen Sie dann da? Morgen. Sind Sie von der Kripo? Sind Sie Herr Straub? Nein. Der ist längst weg. Der holt ja einen Mietwagen. Zigarette? Danke. Also, Herr Kommissar, das war Brandstiftung. Einwandfrei. So ein Auto fängt doch nicht von selber an zu brennen. Schon gar nicht, wenn es nicht läuft und auch nicht mehr heiß sein kann. Das hat ja schon 3 Stunden hier auf dem Hof gestanden. Der Tankdeckel war abgeschraubt. Und hinten im Gatter hat man auch noch einen leeren Kanister gefunden. Hat es eine Explosion gegeben? Ja, klar, hat es eine Explosion gegeben. Wir sind ja bald aus dem Bett gefallen, meine Frau und ich. Wann war die Explosion? Um 10.15 Uhr. Ich habe nämlich auf die Uhr geguckt. Sonst haben Sie nichts beobachtet? Nein. Als wir rauskamen, war ja der Hund schon weg. Was für ein Hund? Ja, der Hund, der Elende, der das gemacht hat. So. Ist doch eine Schweinerei, so ein schönes Auto, so ein schönes. Wiedersehen. Hirtenschinken. Von welchem? Von dem da. Feinschnitte? Oh, nicht so fein. Moment, bitte. Jetzt gar nicht drauf. Was? Hey, ich komme sofort. Hans. Ich muss was erledigen. Entschuldigen Sie bitte. Aber warten Sie doch, ich bediene Sie sofort. Tag, mein Schatz. Tag, Mami. Wie war es in der Schule? Schlecht. Was schlecht? Was ist denn passiert? Ich habe eine 6 in der Teilung geschrieben. Eine 6? Das hat es ja noch nie gegeben. Schreibst du sonst immer eine 1? Mal so, mal so. Was heißt das, mal so, mal so? Ich denke eben oft an was anderes. An was denkst du? An manches. An was? Ich passe einfach nicht auf. Ich träume vor mich hin. Na, wenn du das weißt, dann kannst du es doch vielleicht abstellen. Kann ich aber nicht. Kannst du nicht oder willst du nicht? Denk mal nach. Ich kann es nicht. Ich habe übrigens was für dich. Ein Geschenk. Aber sieh es nicht als Belohnung für deine 6 an. Was für ein Geschenk? Geh mal rauf in dein Zimmer, sieh nach.
Na? Was hast du denn? Nein. Warum weinst du? Ich möchte keinen Hund mehr haben. Nie mehr. Was passiert dem Mann? Dem Straub? Er wird bestraft. Annie? Ja? Ich habe gar keine 6, ich habe nur 1. Warum sagst du denn dann sowas? Nur so. Das ist Hartmut. Will mit mir die Hausaufgaben machen. Guten Tag. Könnten wir mit deiner Mutter sprechen? Was wollen Sie? Mit deiner Mutter sprechen. Über was? Was ist denn los? Guten Tag, gnädige Frau. Wir sind von der Kriminalpolizei. Müller ist mein Name, das ist mein Kollege Sandner. Wir haben einige Fragen an Sie zu richten. Ja, kommen Sie herein. Bitte. Hier, meine Herren. Sie haben Fragen, ich höre. Wir möchten Sie wegen Herrn Straub sprechen. In dieser Angelegenheit ist mein Rechtsanwalt Dr. Renz für mich tätig. Ich möchte Sie bitten, sich an ihn zu wenden. Seine Adresse ist... Die Frage betreffe Sie persönlich. Ich möchte trotzdem, dass Sie Ihre Fragen in seiner Gegenwart stellen. Einen Augenblick. Ja, bitte verbinden Sie mich mit Dr. Renz. Also, meine Herren, worum geht es? Ein gewisser Johannes Straub hat zu Protokoll gegeben, dass am Donnerstag sein Jagdhaus einem Brandanschlag zum Opfer gefallen ist. Und am Mittwoch ist sein Ware im Hof hinter seinem Haus völlig ausgebrannt. Und was hat Ihrer Meinung nach meine Mandantin mit diesen Vorfällen zu tun? Herr Straub hat weiterhin zu Protokoll gegeben, Frau Togan hat ein Rachemotiv. Sie hat ihm angeblich gedroht. Und wie soll diese Drohung gelautet haben? Er hat hier Frau Togan wörtlich zitiert. Diesen Tag werden Sie nie vergessen. Haben Sie das gesagt, Frau Togan? Ja, das habe ich gesagt. Und wie haben Sie das gemeint? So, wie ich es gesagt habe. Meine Herren, ich nehme an, Sie kennen den Vorfall, auf den sich der Ausspruch meiner Mandantin bezieht. Ja. Der Vorfall ist es ja, der das Rachemotiv liefert. Jetzt sagen Sie bloß noch, Sie wollen Frau Togan fragen, ob sie das Jagdhaus und das Auto angezündet hat. Ja, das wollen wir. Ich bin nicht bereit, mir diese Fragen stellen zu lassen. Dazu haben aber die Herren ein Recht. Ich habe weder die Jagdhütte noch das Auto des Herrn Straub angezündet. Frau Togan, ich muss Sie fragen, wo Sie sich zur Tatzeit aufgehalten haben. Können Sie uns sagen, wo Sie gestern zwischen 14 und 16 Uhr waren? Ich habe gestern Nachmittag an einer Aufsichtsratssitzung meines Konzerns teilgenommen. DEG, Togan Elektronik. Gegen 1 Uhr war ich dort und bin so um 6 wieder gegangen. Wollen Sie die Namen der Aufsichtsratsmitglieder? Und vorgestern in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr? Da war ich bei einem Freund. Könnte Sie uns den Namen dieses Freundes sagen? Nein, ich sehe nicht den geringsten Grund, ihn zu nennen. Sie sind dazu verpflichtet. Wer verpflichtet mich dazu? Frau Togan, wenn Sie der Alibi-Zeuge nicht nennen, dann machen Sie sich doch nur unnötigerweise verdächtig. Das stört mich nicht. In dem Fall haben Sie mit einer Vorladung aufs Präsidium zu rechnen. Herr Dr. Renz wird Ihnen das bestätigen können. Ja, laden Sie vor. Ich werde sowieso nicht erscheinen. Wir können Sie vorführen lassen. Mit Blaulicht, in Handschellen. Nur zu. Tut mir leid, meine Herren, dass wir Ihnen nicht behilflich sein konnten. Herr Rechtsanwalt, wollen Sie nicht Ihre Mandantin darüber belehren? Ich fürchte, das ist zwecklos. Sie werden von uns hören. Auf Wiedersehen. 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 Herr Dr. Renz, Sie werden eine weitere Klage gegen unseren Freund einreichen. Und zwar wegen Verleumdung und übler Nachrede. Frau Togan, der Mann ist gesetzlich dazu verpflichtet, der Polizei jedes Verdachtsmoment mitzuteilen. Doch der Verdacht, dass ich mich im Wald und auf Hinterhöfen herumtreibe und kleine Feuerchen anzünde, ist wirklich absurd. Der Straub kennt Sie eben nicht. Ach, der kennt mich noch nicht. Tja, ich glaube, im Moment gibt es nichts mehr zu besprechen. Ich danke Ihnen jedenfalls, dass Sie gekommen sind. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ist was? Ich
fand ich ganz toll. Ich schwöre, mit dieser Art von Leuten fertig zu werden. Mami? Ja? Wo warst du vorgestern Abend? Ich suche dich schon den ganzen Nachmittag. Ja. Wo warst du denn? Ich kann dir die Leber al burro e salvia empfehlen. Ganz köstlich. Was darf ich für Sie bringen? Einen Grappa. Einen Grappa? Einen doppelten. Doppelte Grappa, gerne. Weißt du eigentlich, in was du mich reingeritten hast? Ich wusste gar nicht, dass du ein Pferd bist. Jedenfalls bin ich kein Esel. Na komm, lass das mal, solange ich noch esse. Mir ist jetzt klar, dass deine Mandantin eine maßlos rachsüchtige Person ist. Und du unterstützt nicht nur ihre Racheanschläge, sondern machst mich auch noch zu ihrem Handlanger. Du bist doch ein erwachsener, mündiger Mensch. Du hättest doch den Auftrag ablegen können. Komm, weich mir nicht aus. Ich habe begriffen, dass wir zwei Handlanger sind für ihre Racheanschläge. Merkst du das nicht? Nee, das merke ich nicht. Im Gegenteil, das weise ich entschieden zurück. Dein Gewissen möchte ich haben. Und ich deine Fantasie. Ja, glaubst du im Ernst, dass Frau Turgan sich im Wald oder auf Hinterhöfen herumtreibt und Feuerchen anzündet? Stell dich nicht dümmer, als du bist. Natürlich hat sie das nicht selbst getan. Natürlich hat sie ihre Leute dafür. Einen, der die Informationen beschafft, nämlich mich. Und einen Handlanger, der aufgrund meiner Informationen zuschlägt. Und einen Dritten, den sie benutzt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und das bist du. Sie mag rachsüchtig sein, das gebe ich zu. Aber diese Brandanschläge sind nicht ihr Stil. Dafür lege ich, wenn du das Wortspiel erlaubst, meine Hand ins Feuer. Ihr Papa, bitte. Ach, nehmen Sie das doch bitte mit. Und wie soll es jetzt weitergehen? Das bestimmen nicht wir. Du willst also deinen Prozess führen? Sicher. Dann sei dir darüber klar, dass du einen neuen Gegner hast. Dich? Ja. Ich hatte schon schwerere. Guten Abend. Mein Name ist Matula. Kann ich vielleicht Ihren Mann sprechen? Was wollte Sie denn von meinem Mann? Das kann ich schlecht in einem Wort erklären. Also gut, kommen Sie rein. Bitte. Okay. Bitte? Hans? Hm? Dieser Herr, da möchte ich gern sprechen. Guten Abend, Herr Straub. Guten Abend. Was wollen Sie von mir? Ich weiß, dass Ihr Auto und Ihre Jagdhütte angezündet worden sind. Und ich bin nicht ganz unschuldig daran. Ja, und darüber wollte ich mit Ihnen reden. Also, reden Sie? Ich bin vom Beruf Privatdetektiv. Es kommt häufig vor, dass ich Erkundigungen über Personen einziehe. So eine Person sind Sie. Sie meinen, Sie haben hinter mir hergeschnüffelt? Mein Auftraggeber hat mir versichert, dass er die Informationen, die ich ihm gegeben habe, zu keinerlei ungesetzlichen Handlungen benutzt. Ihr Auftraggeber? Das ist doch Frau Turgan. Mein Auftraggeber? Glauben Sie denn, ich weiß nicht, wer da dahinter steckt? Was immer Sie glauben, ich möchte, dass Sie mir glauben. Ich habe mit den Anschlägen auf Ihren Besitz nichts zu tun. Warum kommen Sie denn? Ich habe meinem Auftraggeber die Beschreibung und die Zulassungsnummer Ihres Autos gegeben und ihm berichtet, dass Sie eine Jagdhütte besitzen. Und Sie meinen, der ist dann hingegangen, hat mir die Sache angezündet? Genau das möchte ich rausbekommen. Wer? Und dafür wollen Sie dann Geld von mir, oder? Nein. Wo machen Sie es denn dann? Weil er schlechtes Gewissen hat. Das hat er doch gesagt. Weil er sich mitschuldig fühlt. Hast du doch gehört. Was meinst denn du dazu? Was ich meine, dass du allein gar keine Chance hast gegen diese Frau mit ihrem viele Geld.
Du meinst, er lügt nicht? Na, der lügt nicht. Ich höre nämlich auf Sie. Sie versteht mehr von Mensch als ich. Kleines Bier, bitte. Mir dann auch eins, ja? Guten Abend. Ja. Was ist los, um das Bier zu knobeln? Sind Sie öfter hier? Öfter. Ein, zwei Mal die Woche. Ich komme her, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Oder weil. Wenn ich mal mit jemandem reden will. Dankeschön. Wollen wir reden? Worüber?
Worüber reden Männer am Tresen? Fußball oder Frauen? Vom Fußball verstehe ich nichts. Von Frauen auch nicht. Haben Sie eine? Keine feste. Sie? Schwer zu sagen. Nein, ja. Sagen wir, keine feste, aber eine regelmäßige. Ah, und da gehen Sie mal hin, ne? Schön wär's. Nein, nein, ich kann nicht zu Ihnen gehen. Verheiratet? Nicht mal das. Ja, warum können Sie denn nicht zu ihr hingehen? Das ist schwer zu erklären. Und es ist keine Tresengeschichte. Oh, der beste Ort für Geschichten ist der Tresen. Es gibt überhaupt keine guten Geschichten, wenn es keine Tresengeschichten sind. Fragen Sie Hemingway. Was wissen Sie über Hemingway? Na, ganz großer Tresengeschichtenerzähler. Er und Scott Fitzgerald und Jack London, ganz großer Tresengeschichtenerzähler, der. Und Sie. Na ja, dann erzählen Sie mal eine Tresengeschichte. Zuerst sind Sie dran. Sie haben damit angefangen. Wissen Sie, mit Tresengeschichten ist es so wie mit gutem Bier. Wenn es zu lange steht, wird es schade. Na also, erzählen Sie mal. Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich liebe sie und sie liebt mich nicht. Das ist die ganze Geschichte. Nicht besonders originell, aber dafür wahr. Warum schläft sie dann mit ihm? Ich vergesse jedes Mal, sie zu fragen. Ah, das lügen Sie jetzt. Gut, ich frage sie jedes Mal und sie weicht jedes Mal aus. Was sagt sie? Zeug, dummes Zeug von sozialer Stellung und Altersunterschied und Kind und Schwiegereltern und Angst und Ruf und Anstand und ach, Scheiße. Na, vielleicht weiß sie gar nicht, dass sie sie lieben. Ich meine, vielleicht glaubt sie es nicht. Ich kann es ihr ja schriftlich geben, vielleicht glaubt sie es dann. Was man schwarz auf weiß besitzt, ne? Vielleicht sollten Sie ihr beweisen, wie viel Ihnen an ihr liegt. Wie meinen Sie das? Na, tun Sie was für sie. Das ist manchmal mehr wert als 1000 Worte. Haben Sie schon mal was für sie getan? Oh ja. Was haben Sie getan? Zahlen. Zwei Bier. Ja, ich. Danke. Danke. Schönen Abend. Ja, gleichfalls. Ich zahle auch ein Bier. Bist du denn noch auf? Es ist gleich 12. Ja, ich habe auf dich gewartet. Wieso? Das machst du doch sonst nie. Was soll denn das? Ich möchte nicht immer so allein sein abends. Was heißt immer? Du, ich gehe vielleicht zweimal in der Woche zum... Nein. Also jetzt hör mal zu, mein Kind. Wir zwei haben ein gutes kameradschaftliches Verhältnis. Und das soll auch so bleiben, hm? Mhm. Aber es geht auf gar keinen Fall, dass du mich ständig ausfragst. Siehst du das ein? Ich will es aber trotzdem wissen. Kannst du nicht verlangen, dass ich dir Rede und Antwort stehe, oder? Hast du was getan? Was getan? Ja, mit dem Straub.
Fabian. Ich werde was gegen den Mann unternehmen, das habe ich dir fest versprochen. Aber wie und wann ich das mache, das musst du schon mir überlassen. Kein Thema für Kinder und schon gar kein Grund, bis Mitternacht aufzubleiben. Hast du verstanden? Und jetzt ab ins Bett, aber schnell. Mama, wie du sagst... Kein Wort mehr. Guten Tag. Ja. Guten Matula. Tag, Herr Matula. Haben Sie was herausgefunden? Haben Sie den schon mal gesehen? Hier am Geschäft oder in der Nähe Ihrer Wohnung oder sonst irgendwo? Wo haben Sie Fotos her? Selbst gemacht heute Morgen. Waren Sie damit schon bei der Polizei? Nein, nein. Wir wollten gerade Mittagessen gehen, hier in der Wirtschaft um die Ecke. Wollen Sie nicht mitkommen? Klar, gern. Wissen Sie, wie er heißt? Ja. Wollen Sie, dass ich zur Polizei gehe? Ich kann es ihm nicht beweisen. Ja, und wenn Sie nur beschatten, vielleicht tut er noch einmal was. Ah, wissen Sie, mit Beschatten ist das so eine Sache. Ich bin nur ein Ein-Mann-Betrieb. Also in Ihrer Wirtschaft, wo wir jetzt hingehen, die kaufen nämlich immer ihr Fleisch bei uns. Und wir gehen dann mittags immer zu denen, die... Rufen Sie einen Krankenwagen. Hilfe! Was ist denn? Wo tut's denn weh? Du musst was tun. Du musst zu ihr gehen und mit ihr sprechen. Wann ist der Begegnendrechern also? Du musst dich entschuldigen. Warum? Hans, du hast ihre Hunde erschossen. Die habe gewildert. Darum geht's doch gar nicht. Sie hat ihre Hunde gern gehabt. Verstehst du das nicht? Oder erinnerst du dich nicht mehr an unseren Paul? Wie sehr mir an ihm gehangen habe. Und wie traurig du warst, als er überfahren worden ist. Ja, eigentlich wollte ich ja gar nicht schießen. Bitte geh zu ihr. Tu's für mich. Aber nur, weil du mir versprichst, bald wieder gesund zu werden. Ich brauche dich zu Hause. Immer herein, ist offen. Hallo? Ja, hier. Ach, Sie. Ja. Das habe ich gern. Sie spielen Billard. Dabei habe ich geglaubt, Sie wollten mir helfen. Na, das will ich auch. Mit Billard spielen. Ich weiß im Moment nicht, wie es weitergeht. Billard hilft mir beim Nachdenken. Geben Sie mir die Fotos. Was für Fotos? Von dem Täter und seinen Namen. Oder war das ganze dummes Geschwätz? Oder stecken Sie vielleicht mit ihm unter einer Decke? Ich habe den Mann im Verdacht. Im begründeten Verdacht. Aber es reicht noch nicht, etwas zu unternehmen. Er kenne doch nicht zugucken, wie mein Hit angezündet wird und wie ums Haar meine Frau umgebracht wird und Sie spielen Billard. Da kann doch morsch oder ein wieder zuschlagen. Und die Polizei, die hat gesagt... Sie waren bei der Polizei? Ja, ich habe Strafantrag gestellt gegen Unbekannt wegen Mordversuch. Das ist doch lächerlich, wo ich weiß, wer dahinter steckt. Mir wird schon was einfallen. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen was. Bin ich mal gespannt, was Ihnen dazu einfällt. Na los, kommen Sie mit. Da. Gucken Sie sich die Sauerei an. Das ist genauso, wie ich gesagt habe. Gerade vis-à-vis.
Marge. Habe ich euch eine kleine Stärkung mitgebracht. Was ist denn los? Ist Weihnachten oder was? Wenn ich schaffe, muss wenigstens Elsa. Also, erzählen Sie mal dem Herrn hier, was ihr da macht. Also wir bauen um. Hier war früher Boutique drin. Was kommt jetzt rein? Fleischlade. So ein super modernes Ding. Wild, Geflügel, Schweine, Rind. Für jedes eine eigene Schaukühltruhe mit dem Motzding. Woher wissen Sie das? Ja, also Sie sind gut, mehr aber schließlich Plänen. Wer ist der Bauer? Keine Ahnung. Für irgendwen müssen Sie doch arbeiten. Also der Architekt, der heißt Winkler. Und von wem kriegen Sie Ihren Lohn? Von Renobau. Wir machen Renovierungen und sowas, aber wenn der Auftraggeber ist... Ach, so ganz klar, wer da dahinter steckt. Also wenn Sie mich fragen, ich finde das eine Großschweinerei, so ein alteingesessenes Geschäft kaputt zu machen. Diese Sache. Ich krieg da schon raus. Und wenn das wirklich so ist, wie Sie glauben, unternehme ich was. Da können Sie Gift drauf nehmen. Und weißt du, wer der wirkliche Bauherr ist? Die Togan-Werke. Der Togan-Konzern als Inhaber eines Metzgerladens. Das ist ein Verein zu Hohn. Warum erzählst du mir das? Ich bin nicht der Generaldirektor dieser Firma. Diese Person ist deine Klientin. Und bin ich deshalb für ihre Handlungen verantwortlich? Verdammt nochmal, siehst du denn nicht die ganze Infamie? Siehst du nicht, dass da ein Mann ruiniert werden soll? Und was soll ich dagegen tun? Können die diesen Fleischladen aufmachen oder nicht? Sie können. Ich mach sie fertig. Ich schwöre dir, ich mach sie fertig. Sei vorsichtig. Und sei dir über eines klar. Erika Togan hat mit den primitiven Brandstiftungen nichts zu tun. Sowas ist nicht der Stil. Sie arbeitet anders. Und sehr viel raffinierter. Hallo, guten Tag. Guten Tag, Frau Togan. Guten Tag, Herr Matula. Bitte nehmen Sie Platz. Nicht nötig, danke. Ich wollte Ihnen nur meine Endabrechnung bringen. Wissen Sie, und da ich knapp bei Kasse bin, habe ich mir gedacht, Sie könnten mir vielleicht gleich einen Scheck geben, falls es Ihnen nicht ausmacht. Ja, also viel habe ich nicht mehr rausbekommen, aber das habe ich ja gleich gesagt. Nur, Sie wollten was Menschliches wissen. Ja? Straub ist nicht nur Jäger, er ist auch ein begeisterter Wassersportler. Er hat diese Motorjacht auf dem Main. Oh, diese Metzgerei scheint wirklich sehr gut zu gehen. Hier hinten habe ich den Liegeplatz aufgezeichnet. Sie arbeiten sehr ordentlich, ich danke Ihnen. Und Ihren Scheck können Sie selbstverständlich sofort haben. Danke.
Aber Frau Togan, Herr Straub möchte sich doch nur bei Ihnen entschuldigen. Und ich finde, dieses Recht sollte jeder haben. Also bitte. Ich nehme Ihre Entschuldigung zur Kenntnis. Also, es war ja bestimmt nicht richtig, dass ich gleich geschossen habe. Die Hund habe ich ja auch gar nicht gewildert. Und deswegen will ich es auch bezahlen. 2500 Mark, hat der Herr Dr. Renz gesagt, kostet einer. Und ich habe dem Herrn Doktor einen Scheck über 5000 Mark gegeben. Ich bin überglücklich. Sonst noch was? Ja, aber mehr als mich entschuldigen bezahle, kann ich doch nicht. Sie, Herr Dr. Renz, hätte ich gerne noch gesprochen. Frau Togan, warum wollen Sie die Entschuldigung und Entschädigung von Herrn Straub nicht annehmen? Kann ich Sie alleine sprechen oder nicht? Nein. Ich lege mein Mandat nieder. Schließlich ist ein Hund und ein Mensch, ein Mensch. Gut. Es gibt auch noch andere Anwälte in dieser Stadt. Mami. Auf hier rein. Kind, was ist? Was hast du? Was ist los? Frau Togan, ich muss Ihnen leider sagen, dass Ihr Sohn auf frischer Tat ertappt wurde, weil er einen Anschlag auf fremdes Eigentum verübte. Einen Anschlag? Er wollte ein Boot versenken. Wer? Was für ein Boot? Dieses Kind hat beim anschließenden Verhör 2 Brandanschläge und einen Mordversuch gestanden. Nein, nein, das ist nicht wahr. Fabian, sag, dass das nicht wahr ist. Was reden Sie da von Mordversuch? Ein Mordversuch an Frau Elfriede Straub. Der Stein, den Ihr Sohn von einem Rohbau auf die Frau geworfen hat, hat ihren Kopf knapp verfehlt und ihr Schlüsselbein zerschmettert. Gott. Tun Sie was, Dr. Renz. Sagen Sie, dass die Aussage eines Kindes doch gar nicht zählt. Dass man das Kind gezwungen hat, etwas zuzugeben, was er nie und nimmer getan haben kann. Helfen Sie mir. Es gibt noch andere Anwälte in dieser Stadt. Bitte. Gut. Ich werde Sie in dem zu erwartenden Verfahren vertreten. Was? Ein Verfahren? Nein, nein, es darf auf gar keinen Fall ein Verfahren geben. Ich nehme Herrn Straubs Entschuldigung an. Herr Straub, ich nehme Ihre Entschuldigung an. Sie können Ihr Geld behalten. Ich will auch das Geschäft gegenüber nicht eröffnen. Bitte, es darf kein Verfahren geben. Ich mach nichts. Darauf hat Herr Straub keinen Einfluss. Junge! Ich hab's doch nur getan, damit du mich nicht immer so alleine lässt. Hast du das Kind erwischt? Ja. Hast du wieder mal eine Falle gestellt? Ja. Bist du stolz? Ich habe ihrem Liebhaber die Falle gestellt und nicht dem Kind. Aber das Kind ist reingetappt. Sollte ich es laufen lassen? Das musst du dir schon selbst beantworten. Ich wollte der Togan eins auswischen. Ich dachte, Rache sei ein niedriges Motiv.